Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Hey, Kleiner. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wow, da! Na also. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt, aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, was soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Warte eine Sekunde. Ich versuche, pfeifen zu lernen.
Klingt das wie Pfeifen? Hier durch. Warte eine Sekunde. Alles okay? Ich versuche pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie Pfeifen? Hier durch. Schnell, Joel. Oh, Mist. Zurück. Verdammt. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Okay. Tada! Gut gemacht. Danke. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Hey, da! Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Sieh mal da.
Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Mann, das ist echt traurig. Was denn? Eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Oh Mann, dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Schießen? Vermutlich schon. Doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Hier, das hier können wir nehmen. Die Luft ist rein, komm hoch. Okay. Baby mal aus.
Siehst du den Draht? Wir rühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Hörst du das? Ja.